Und Arschlecken. Schiffsausrüstung ist beliebig. Du musst diese Fähre ans Ende der Mission eskortieren. Wenn sie zerstört wird, ist die Mission gescheitert. Sorge dafür, dass keiner stirbt. Fähre auf dem Bildschirm. Wo denn? Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Oh. Ja, toll. Habe ich ja gut geschützt. Ich habe noch niemals ein Ding kaputt gemacht. Okay, die muss 3 Minuten überleben. Gut gemacht. Das ballert doch nicht mal auf die Fähre rum. Oh, 6 von. Oh. Vorsicht. Krass. Voll die Action hier. Bei denen. Achtung, festhalten! Ziemlich viele, die angreifen gerade auf die Fähre. So Riesenschiffe hier, die da drauf rumballern. Na toll, wie lange soll ich denn auf die Kanone schießen? Wo wollen die hin? Schiff sichern. Schwerer Beschuss. Oh, ich sehe schon. Schalte Abfangjäger aus. Ist klar. Raketenmarsch. Schade, dass das Schiff da nicht noch regeneriert, das andere. Okay, das war unnütz. Die hat die auch so erwischt. Klar, Schildgeneratoren. Okay, noch 3 Jäger. Das war knapp. Oh. Noch einen Jäger, bevor das Schiff platzt. Oh, ich komme oben nicht dran. Jetzt hört er auf, den zu beschießen. Okay, habe ich geschafft. Oh je. Könnte verdammt schwer werden jetzt. Oder knapp werden. Schwer. Schwer das richtige Wort? Ich glaube nicht. Kommt sehr, sehr viel. Oh, es lebt aber doch noch relativ lange. Okay. Kommen sehr, sehr viele Ziele auf einen zu. Viele Eindrücke, die man hier abwehren muss. Na toll, und ich stelle mich da an mit den ganzen Schiffen. Jetzt kann ich mich, glaube ich, zurücklehnen und nichts mehr tun. Aber da gibt ja EP, wenn ich die kaputt mache. Ganze 7 EP. Nochmal 7 EP. Oh, da wäre fast da reingeflogen. Diese Trümmer denn kaputt machen? Wir scheinen in Sicherheit zu sein. Gut gemacht. Ui, ui, ui. Oh. Ich kann mein Schiff ausrüsten. Direkt mal machen. Und noch ein Abzeichen für die Flotte. Ah ja, genau. Gefährte. Eric, wäre das was für dich? Hm, warum wird es denn mit dem verglichen? Ich glaube, weil hier unten nicht drin ist. 10, Moment, Rüstungswert 95. 10, 7. 95, 10, 7, der ist genau dasselbe an. Okay. Was haben wir denn noch? Währung. Raumschiffe. Und Inventar. Ausrüsten der Schiffswiderstand. Die Schiffswiderstandskraft steigt auf 2000. Oh, 200 mehr, immerhin. Ansonsten habe ich jetzt nichts. Energieumwandlungsmodul. Torpedos, Magazine. Scheint aber noch ein ganz guter Aspekt von dem Spiel zu sein, ehrlich gesagt. Und jetzt kommt die letzte Mission dran. Flottenaktion, die hatten wir gerade. Also hier.
Empfohlene Stufe der Schiffsausrüstung beliebig. Eine republikanische Patrouille wurde im hohen Orbit über dem Planeten Jawal vom imperialen Schiffen überfallen. Mein Gott. Okay. Spar dir deine Raketen für dieses Ziel auf. Phantom abschießen, Maxim Abfangjäger abschießen. Jetzt reisen. Also das Phantom und die Abfangjäger. Zerstöre das Schiff des feindlichen Bosses. Gerne doch. Cool, in so Eismetroiden. Meteoriten. Ey, krass. Oh, sauber, neu erwischt. Hui. 50 Stück davon. Also werden hier einige kommen, würde ich fast schon behaupten. Durchhalten. Und weg sind sie. Komm, ab in die Antriebe. Oh Mann, ich bin so schwach in dem Schiff. So, was haben wir denn noch? Mark 7 Abfangjäger, Rakete hilfreich. Aber nur weil die so stark sind. Und man kann sogar hören, von wo die kommen. Rechts oder links hört man am Headset. Rechts. Oder halt aus den Boxen. Oh. Ja, genau. Wer ist der Nächste? Hui. Ich qualm ja schon. Habe ich keinen Feuerlöscher? Oh. Aber die gehen ja so gut wie gar nicht ab. Abfangjäger und Geschütze platt machen. Oh, ich habe Auswahl. Ziel gesichtet. Schnappt ihn euch. Schön die Raketen drauf. Nicht gut. Oh. Viel zu knapp. Zu viele. Okay, ich sollte mich vielleicht erstmal um die Ads kümmern, die da dran hängen. Los! Und Rakete drauf. Weg ist er. Okay, jetzt nur noch die dicken Abfangjäger und 2 Minuten überleben. Da sind sie. So, einen noch. Und 6 davon. Ziel zerstört. Noch 4. Oh. Ich sollte mehr die Leertaste benutzen. Einen noch. Sauber! Hui! Wir brauchen Unterstützung. Ach ehrlich, war Unterstützung? Mist, ich glaube, da sind Schilder aktiv. Okay, der ist weg. Komm, ein Abfangjäger noch. Überholt mich! Lalala. Oh. Wer ist der Nächste? Auch toll, überhol mich nur, mehr nicht. Oh Mist, ich hatte ja noch eine Rakete. Nein. Also okay, die Raketen, die da gelb sind, die habe ich. Und die Zahl darunter sind noch in Reserve. Jetzt habe ich es verstanden. Immerhin. Ja genau, warum fliegt er denn jetzt hier durch? Komm schon, ich muss mich noch auf einen konzentrieren. Sauber, da sind sie. Ziel ausgeschaltet. Jetzt noch 26 Sekunden überleben, genau. Und dadurch fliegen wir noch durch alle Geschütze hier durch. Großkampfschiff voraus. Wehe. Ui.
10 Sekunden noch. Überleb. Boah, lenkt mich am Arsch, bin ich kaputt. Aber es sieht gut aus. Und sauber. Genial. Sehr knapp. Okay, jetzt kann ich nach Tarvis fliegen. Oh. Oh, Moment, da sind noch... Nein! Operation Sengendes Licht. Dafür brauche ich wohl ein bisschen mehr. Annehmen. Annehmen. Okay, die können wir soweit wieder rauszoomen. Und mal hier reinzoomen bei Tarvis. Jetzt kann ich hier mal landen. Ach, da bin ich ja. Cool. Ich muss nur aussteigen. Ich muss ja nur aussteigen, wenn ich die Tür finde. Ah, hier. Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass ich einer der fortschrittlichsten Steward-Droiden in der Galaxis bin. Ja, der am meisten labern kann. Nicht mehr der Fall sein. Tarvis. Achso, ein Ruinenplanet. Dessen Ladesequenz ziemlich lange dauert. Aber kann ja nur Gutes heißen. Na los. Komm schon. Okay, vielleicht sollte ich den Ladevorgang mal kurz abbrechen. Bis gleich. Oh, geht weiter. Dann lasse ich den doch. Hört wieder auf. Geht wieder weiter. Fast fertig. Mitte. Drei Viertel. Ha! Gut, ich wollte gerade abbrechen. Mein Lock. Mach ich mal eben diese Weltraumdinger raus. Genau, die Station hier mache ich noch. Und das mache ich auch noch täglich. Klasse, optional. Okay, einfach mal quer rüber. Wird schon schief gehen. Und meinen Gefährten rufen. Obwohl, der könnte jetzt eigentlich mal ein paar Waffen basteln. Noch ein paar Schlachtkanonen. Die ich dann zerlege. Obwohl, kann ich vielleicht andere Sachen öfter herstellen. Dann kann ich mir die nächsten Punkte holen. 6 davon oder die nächsten Sachen lernen, so gesagt. Reflexlauf. 6 Stück. Ja, mach fertig. Ist so gut wie erledigt. Komm, Gefährtengeschenk Rang 1. Der Wunsch ist mir Befehl. Gib Gas. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Boah, dem hätten sie aber auch andere Texte verpassen können. Oder dass man den einstellen kann in seiner Station, in seinem Raumschiff. Sprache des Druiden wählen. Total höflich oder verkackt. Olaris Raumhafen. Bück dich! Oh. Willkommen auf Tarvis. Ich bin Gouverneurin Zaresh. Ich möchte euch im Namen der Galaktischen Republik dafür danken, dass ihr uns bei diesem historischen Projekt unterstützt. Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr bitte nicht die militärische Sicherheitszone um die Siedlung herum verlassen. Diese Welt und unsere Arbeit hier werden als Leuchtfeuer der Hoffnung für die Republik dienen. Aber zuerst müssen wir ein paar Hindernisse überwinden. Gemeinsam sind wir größer als jedes Hindernis. Ich also habe an gute die Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Krass, erfordert Stufe 41. Sind die fertig? 28, 16. Energieschild ersten Grades. Raketenmagazin. Ja genau, 40 Raketen. Immer her damit. Und was brauche ich denn noch? Ach ja, sieht man richtig, wie es aussieht. Sehr geil. Erfordert ein Schiff. Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Schiffspanzerung, die habe ich auch.
Schildgenerator. Okay. Bei mir ist ja unkaputtbar. Von 5 Schüsse pro Sekunde. Cool. Boah, genial. Und Reparaturen sollte ich mal durchführen. Alles reparieren. Seht euch ruhig um. Werde ich tun. So, man beachte die Werte. Jetzt bin ich mal gespannt. 20 Raketen vorher, 5 Schüsse. Wo kommt denn der Blaster rein? Nein, ungültiger Slot. Oh. Ich kann auch einfach rechte Maustaste drücken. Ah, passt. Feuerrate 4, Feuerrate 5. Schildgeneratoren 5,0. Energieschild 150. Raketenmagazin habe ich jetzt 40 insgesamt. Und was haben wir noch? Nichts mehr. Selbst die fortschrittlichsten Droiden können aus dem Ohr eines Phantas keine Tasche aus Schimmerseide machen. Ich verspreche mich, nächstes Mal zu bessern. Mist, mein einer Gefährte ist ja unterwegs. Okay. Kann ich ihm wohl nichts geben? Dann halt nicht. So, aber du holst mir jetzt mal wieder... Ich werde ihre Erwartungen... Plünderte Gemische. Hi. Moment bitte. Bardo. Strom. Scanne. Identität bestätigt. Das ist der Kerl. Sehr erfreut, Lieutenant. Wir haben einige Sicherheitsbedenken beim Wiederaufbauprojekt und Gouverneurin Zaresh hofft, dass ihr und euer Team helfen könnt. Mein Team hat bereits einen Prioritätsauftrag. Sicher, sonst wärt ihr wohl kaum hier. Aber die Situation ist wirklich kritisch. Taris ist wesentlich gefährlicher, als ursprüngliche Berichte nahegelegt haben. Die Details sind außerhalb des Planeten nicht jedem bekannt, aber... Aber was? Aber wir versuchen, einen Planeten wieder aufzubauen, der voll von giftigem Schrott und verseuchten, fleischfressenden Monstern ist. Und es funktioniert nicht. Gouverneurin Zaresh hat bereits Pläne, um einige der Hindernisse aus der Welt zu schaffen. Aber für deren Durchführung bedarf es fähiger Individuen. Individuen wie euch. Und was genau hat Gouverneurin Zaresh geplant, um die Lage zu entspannen? Sie wird die Details gerne persönlich mit euch besprechen. Ich werde sie informieren, dass sie mit euch rechnen kann. Hört sie einfach an. Ihr könnt hier eine ganze Menge ausrichten. Danke für eure Zeit. Bitteschön. Okay, woher jetzt? Viel Auswahl habe ich nicht. Vielleicht finde ich ja hier nochmal einen Lehrer. Wohl hoch könnte ich auch. Wo soll ich jetzt hin? Hier hin. So, mit einer schönen Warteschlange. Guten Tag. Ah, das war Schiffsausrüstungshändler und jetzt... Oh. Sieht schon mal sehr nice aus, ehrlich gesagt. Mit dem Grün dazwischen. Besser als der andere Planet oder die Stadt. Warte, wo war hier dieser Kasten? Hier war doch gerade noch so ein... Apparat. Da. Nein, ich habe ein Level abgekriegt. Wann das denn? Im Raumschiff? Scheint so. Vielleicht aber auch nicht. So, 3, 2, 1, 3. Da fehlt noch eins. Verringert die Kosten für Ladungsschüsse und Gravitationsgeschosse. Was sind das denn für Geschosse? Rang... Vollautomatik? Aha. Ah, komm, nehmen wir mal, damit wir in die nächste Reihe reinkommen. Wird wahrscheinlich eh irgendwann wieder umskillen. Wenn ich mal weiß, wofür das ist alles. Post dreimal, die werde ich nachher aufmachen, nach der Aufnahme. Wir warten schon seit Wochen. Und diese Viecher verpesten immer noch unser Eigentum. Während ihr jämmerlichen sogenannten Verteidiger der Republik euch in der Basis sonnt. Dies ist eine Militäroperation, Sir. Dieser Planet wurde nicht für zivile Bewohner freigegeben. Mein Bruder wollte euch nicht beleidigen. Doch unsere Familie träumt schon seit 3 Generationen davon, unseren Platz auf Taris wieder einzunehmen. Und jetzt von diesen Dingern aufgehalten zu werden...
Es ist nie schön, einen Soldaten der Republik zu sehen, der einem der Seinen die Hilfe verwehrt. Ich befolge nur meine Befehle. Taris ist unsere Heimat. Wir werden nicht warten, bis die Armee sich das Beste davon heraussucht und uns die Reste hinwirft. Die Republik hat unsere Aufzeichnungen bestätigt. Aber ein paar Gesetzlose haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Im ganzen Perimeter wimmelt es von Sicherheitsdroiden. Wieso sollte man dafür Hilfe brauchen? Es ist zu gefährlich. Irgendwelche Gesetzlosen haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Hast du schon gesagt. Sie haben überall im Perimeter Sicherheitsdroiden verteilt. Das ist ein Kriegsgebiet. Wir wurden fast umgebracht, als wir unser Eigentum betreten wollten. Die Republik kümmert sich um jegliche solcher Inbesitznahmen durch nicht-einheimische Lebensformen, abhängig von ihrem strategischen Wert. Wo ist Ihr Land in den Expansionsplänen eingeordnet? Privatland. Es wird erkundet, sobald die öffentlichen Gebiete gesichert sind. Das sagen Sie die ganze Zeit. Dass wir es nur einfordern können, wenn wir diese furchtbaren Droiden selbst bekämpfen. Aber wie? Es sei denn, ihr könntet uns helfen? Ja, natürlich. Euer Anspruch erscheint rechtmäßig. Hervorragend. Dann viel Spaß. Wenn irgendwas Wichtiges vorfällt, könnt ihr ein Formular im Hauptquartier ausfüllen. Wir müssen nur diese verdammten Droiden ausräuchern und herausfinden, wer sie kontrolliert. Ich kann mich um den Rest kümmern. Ach, dann kann er sich um den Rest kümmern. Ist klar. Noch irgendwo ein paar Quests zum Aufnehmen? Wahrscheinlich schon. Da, Empfangskomitee. Ich sag mal so, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Werde jetzt die Post öffnen und nächstes Mal geht's dann weiter mit Empfangskomitee. Bis dann, tschüss.